Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft auf dem Creeper Games Server. Und heute zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach Geld bekommt. Als erstes, halt beim ersten Tipp, im nächsten Video zeige ich euch den nächsten. Als erstes würde ich euch ans Herz legen, ihr baut eine automatische Zuckerrohrfarm oder macht so wie Zuckerrohrfarm wie ich hier. Das dauert jetzt ein bisschen, bis ich es abgebaut habe. Weil ihr könnt, wenn ihr wollt, was fast alle kennen, und dann kriegst du da keinen Villager mehr. Ich glaube, ihr gehört schon Villager. Ihr könnt so slash auf CB4 mit slash ph Dorf, so einem Dorf gehen, wo mehrere Villager sind, da gibt es auch Schafe und so. Aber ihr könnt auch auf CTB10, wo ich spiele, slash ph groß die. Und dann ohne Leerzeichen auch groß heißt das F für Farm. Und dann, und dadurch, kriegt ihr dann Emeritz, könnt ihr halt das Zuckerrohr machen zu Papier. Und mit dem Zuckerrohr, macht ihr dann halt Papier, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann geht ihr zu dem Villager, halt der so weiß angezogen ist. Und dann macht freundet ihr mit Emeritz. Und mit Emeritz macht ihr Emeritz-Blöcke. Und wenn ihr ein Stack Emeritz-Blöcke habt, könnt ihr das für viel Geld verkaufen. Ich habe jetzt ja schon ein bisschen, aber jetzt gehe ich noch zu meinem zweiten GS. Das auch noch, habe ich auch noch ein bisschen mit Zuckerrohrfarm. Ihr könnt das genauso machen wie ich. Oder wie ich euch im ersten Video gezeigt habe, oben, wie bei mir auf im zweiten Geschoss mit halt mit Kolben und so. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ist ja eures Ding. Und wenn ihr einen Rang habt, dann könnt ihr das jetzt so machen wie ich. Ihr könnt Flash Craft. Naja, das geht jetzt gerade nicht, weil das backt gerade ein bisschen rum. Aber jetzt, dann gehe ich halt zu meinem Grundstück. Gehe ab. Greife auf meine Crafting Bench zu hier und mache da draus Papier. So. Müsste eigentlich jeder wissen, wie Papier geht. Technisch weiß, das ist ein Minecraft Noob. So, jetzt habe ich das in Papier gemacht. Dann könnt ihr slash p h d d d d farm und dann kommt ihr hierher und hier sind ja Villager Spawner, ein Villager Spawner und da könnt ihr dann Kohle gegen Emerald Trade oder Effizienz. Und der tradet halt Fleisch. Und da müsste jetzt dann irgendwann einer eigentlich rauskommen mit der Papier tradet. Aber weil da gerade keiner da ist, muss ich halt gucken. Der tradet auch Kohle. Und ihr könnt auch in der Zeit, wenn da keiner kommt, könnt ihr hier rein, hier lang gehen. Da. Dann hier runter. Dann gibt's Pigments. Halt, das ist so eine AFK, halt so eine Farm. Und hier gibt's Pigments. Die kannst du umbringen. Die Items werden meist eingesammelt. Aber das ist halt eine XP-Farm, so Art. So. So, hier, guck. Da kann ich dann, weil ich schon drei Level dazu bekommen wieder. Dann teleportiere ich mich da mal hoch. So, kann ich auch umbringen. So. Und das war's eigentlich mit meinem Video.